Seit dem neuesten Update von Adobe Premiere CC 2017 wurde der Titeldesigner etwas überarbeitet, sagen wir, er wurde verbannt. Wenn ihr nach dem neuesten Update, also hier unten in eurem Projekt auf Neu geht und den Titel sucht, dann werdet ihr vergebens suchen und denkt, was ist denn hier los? Adobe hat kürzlich das sogenannte Essential Graphics Panel released, veröffentlicht. Das ist quasi eine neue Überarbeitung des ehemaligen Titeldesigners und ein paar Elemente sind jetzt anders zu finden und wie das funktioniert, jetzt hier einen Titel anzulegen, damit wollen wir uns jetzt mal hier beschäftigen. Also früher, wie gesagt, konnte man hier unten im Projektfenster auf Neu gehen oder Datei, neuer Titel, Datei, neu und dann Titel, konnten wir uns dann hier die Titel reinladen und im Titeldesigner, der sich dann hier separat geöffnet hat, unsere Titel anlegen, verändern und dann hier vom Projektfenster auf die Timeline schieben. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Wenn wir jetzt einen Titel anlegen wollen, dann gehen wir an die Stelle, wo wir hingehen wollen und klicken hier in der Werkzeugleiste auf das neu hinzugekommene Textwerkzeug T. Klicken dann oder ziehen einen Rahmen auf, zum Beispiel so, und schreiben dann Titel, wie wir das kennen. Dann können wir dann auch formatieren. Und da wir uns jetzt nicht mehr im Titeldesigner befinden, gibt es jetzt hier ein paar Änderungen. Zum einen ist es wichtig, dass wir den Titel, den wir jetzt gerade bearbeiten, hier unten auswählen. Also wenn ich ihn nicht auswähle, dann weiß Premiere auch nicht, wo ich die Bearbeitung gerade vornehmen möchte. Also den wählen wir aus. Dann haben wir in den Effekteinstellungen jede Ebene einzeln als Effekt quasi angelegt, wo wir auch einzelne Parameter animieren können. Zum Beispiel den Quelltext könnte man hier auch animieren, wenn ich jetzt quasi die Animation hier festlege und dann gehe ich ein paar Frames weiter vor, mache einen neuen Keyframe und verändere dann den Text an der Stelle, dann würde Premiere das entsprechend hier animieren. Also das würde auch funktionieren. Okay, dann der zweite wichtige Punkt ist hier dieses Essential Graphics Panel. Ich mache das nochmal weg. Weil das erste Mal kann es durchaus passieren, dass ihr das hier nicht seht und dann fehlt euch einiges zur Bearbeitung der Titel. Wenn ihr das also nicht habt hier, dann geht ihr hier auf Fenster und dann hier Essential Graphics. Dann öffnet sich dieses Panel. Bei einigen kommt das dann auch einfach hier so ins Fenster reingeflogen, als freies Fenster hier. Einfach so. Ihr könnt es dann einfach anfassen und zum Beispiel hier neben die Lumetri reinkopieren und dann könnt ihr immer schnell wechseln. Beziehungsweise das nächste Mal, wenn ihr so einen Titel hier anwählt, dann wechselt er meistens auch schon hier hin. Also wir haben jetzt hier unseren Titel und die markierte Ebene, die wird dann hier auch angezeigt, so wie in Photoshop. Adobe wirbt ein bisschen mit damit, dass man quasi arbeiten kann, wie auch in anderen Adobe-Anwendungen, wie zum Beispiel in Photoshop oder Illustrator. Das finde ich, ist aber nicht ganz so gemacht. Ja, man hat hier Ebenen, die man dann auch per Drag and Drop in der Hierarchie nach unten ziehen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier drauf bleibe und noch einen Text schreibe, dem gebe ich mal hier eine andere Farbe. Dann sehe ich auch hier, habe ich dann den zweiten Text und um das jetzt mal zu zeigen, den mache ich auch mal ein bisschen größer. Und wenn wir dann hier das Ganze verschieben, ich hoffe man kann es sehen, und das hier in der Hierarchie verschieben, dann ändert sich das auch hier. Und um es zu löschen zum Beispiel, in anderen Adobe-Anwendungen wie Photoshop könnte ich jetzt hier die Ebene markieren. Und dann zum Beispiel hier auf einen Mülleimer klicken, den gibt es hier nicht. Also die einzige Möglichkeit, hier geht es auch nicht, das Ganze zu löschen. Soweit ich das jetzt herausgefunden habe, man muss wirklich hier drauf klicken, rechts löschen. Und ich mache das nochmal rückgängig, weil auch mehrere Ebenen zu markieren auf einmal geht hier auch nicht. Also egal ob mit Shift, Command oder egal welchem Tastaturbefehl, mehrere kann man scheinbar nicht markieren. Ich lösche das Ganze jetzt mal hier. Und wenn man so einen Titel erstellt, hier reinkommen, tut man scheinbar auch nur über das Textwerkzeug, wenn man es hier unten markiert. Dann kann man hier auch den Text markieren und dann kann ich auch hier sagen, für diesen Textbereich hier, mach mir das Ganze bitte mittig. Wenn man das dann komplett auf dem Bildschirm mittig ausrichten will, ich verschiebe es jetzt mal provokativ hier in der ganzen Ecke und ich möchte das genau in der Bildschirmmitte haben, gibt es hier diese Symbole, die wir auch aus dem Titeldesigner noch von früher kennen. Die funktionieren so jetzt aber nicht ganz mittig, weil wenn ich das mal vormache, bezieht er sich hier auf den Kasten. Man muss dann scheinbar diesen Kasten kleiner machen, so dass der Text gerade nicht verschwindet. In dem Fall kann ich ihn noch nicht mal verschwinden lassen.
Und dann kann ich das Ganze komplett mittig ausrichten, zumindest, naja, 99%ig. Also so würde das funktionieren. Wie sieht es aus mit Titel kopieren? Wenn ich zum Beispiel jetzt hier diesen einen Titel habe und ihn jetzt hier mit Alt-Taste auf der Timeline dupliziere, dann sind die Titel quasi unabhängig voneinander. Sprich, wenn ich jetzt den hier bearbeite und jetzt gehe ich auf den nächsten und den bearbeite ich und verändere ich, dann wird der andere Titel nicht mit verändert. Das heißt, wir haben hier zwei voneinander unabhängige. Titel 1, Titel 2. Wenn ich möchte, dass sie quasi verknüpft sind, was kann ich dann machen? Ich kann mir dann hier, ich lösche mal gerade hier eine Datei. Wenn ich sie verknüpft haben will, kann ich mir zum Beispiel den hier in meinem Projektfenster ziehen. Ich habe mir meinen Ordner angelegt hier für dieses Tutorial, Essential Graphics. Den habe ich jetzt hier reingelegt. Und wenn ich den jetzt hier kopiere und ich verändere jetzt an dem was, dann verändert sich auch der erste mit. Ich mache jetzt mal hier eine 2 draus. Gehe hier vorne drauf und beide haben sich verändert. Wenn ich jetzt hier das Ganze mit der Alt-Taste verändere, dann ist der auch verknüpft, weil es sich um dieselbe Datei handelt. Mache jetzt hier eine 3 draus und überall ist eine 3 draus geworden, weil es sich halt bei diesem Titel aus dem ja, aus unserem Projektfenster handelt. Okay. Wir können auch unsere Titel entsprechend animieren. Ich habe das hier mal vorbereitet. Wenn wir uns das mal anschauen hier, dann haben wir hier so einen gaußschen Weichzeichner mit drin, der kurz animiert ist. Und das sehen wir auch, wenn wir hier auf unseren Titel klicken. Dann habe ich hier neben diesem Essential Graphics Effekt auch noch einen gaußschen Weichzeichner reingemacht, den ich animiert habe. Einfach von sehr hoch innerhalb von 10 Frames auf 0. Und das Ganze können wir auch woanders wieder verwenden. Ich habe das nämlich schon mal abgespeichert. Und angenommen, ich will einen Titel das nächste Mal verwenden in meinem Projekt, der genauso aussieht und sich auch so verhält, mit diesem Weichzeichner zum Beispiel am Anfang, dann kann ich hier in meinem Essential Graphics Panel auf Durchsuchen gehen und ich habe mir das jetzt hier abgespeichert und kann das dann von hier auf die Timeline ziehen und habe dann einen Titel, der genauso arbeitet. Und wenn ich den verändere, dann ist er auch unabhängig hier von diesem ersten. Aber diese Animation des gaußschen Weichzeichners funktioniert jetzt hier genauso. Wie macht man das, dass man sich das abspeichert? Geht folgendermaßen: Wenn ihr euch einen Titel entsprechend angelegt habt und der sich so verhält, wie ihr wollt, und ihr möchtet den mal anders wiederverwenden, dann geht ihr hier drauf auf den Titel, auf die Ebene hier in der Timeline, also markieren. Dann geht ihr auf Grafiken und als Animationsvorlage exportieren. Jetzt geht ein Dialog auf, wo ihr eurer Vorlage quasi den Namen gebt. Das wäre hier. Und das Ziel wäre einmal hier möglich Essential Graphics. Dann geht es direkt hier in das Panel rein, wo ihr auch eben das andere gesehen habt. Dann wäre der hier Essential Graphics durchsuchen und dann wäre er direkt hier drin. Ihr könnt dann auch hier noch mit Ordnern arbeiten, das Ganze noch umverschieben. Zum Beispiel könnt ihr euch hier Ordner hinzufügen, die dann hier wären und dann könntet ihr das Ganze dann noch normalerweise hier verschieben und dann könntet ihr dann noch einen anderen Pfad auswählen. Zum Beispiel hier, das sind die Ordner, die hier vorhanden sind, dann könntet ihr das Ganze umverschieben. Das würde also auch funktionieren und auch könnt ihr es hier wieder löschen. Wenn ihr einen Titel exportieren möchtet, dann könnt ihr auf den Titel klicken. Also es geht nicht direkt das Exportieren, wie ich rausgefunden habe, hier raus, dass man jetzt hier irgendwie sagt, oh, ich möchte den Titel weitergeben und kann jetzt hier exportieren machen. Das funktioniert, was ich bis jetzt gesehen habe, nicht. Ihr müsst den Titel erst auf eure Timeline schieben, wenn ihr ihn jetzt extern weitergeben wollt. Und dann klickt er ihn an und sagt Grafiken und dann als Animationsvorlage exportieren. Und dann gibt es halt hier noch ein Fenster, wenn ich jetzt hier draufklicke, ja, Festplatte. Und dann würde sich ein Dialog öffnen, wo ihr die Datei einfach abspeichern könnt. Genauso, wenn ich hier draufklicke, gibt es halt noch die Creative Cloud Libraries, also die Bibliotheken. Da könnt ihr das auch drin abspeichern. Oder halt hier im Essential Graphics Panel. Was gibt es noch zu sagen? Wir können auch für unsere Titel ja, Kästen oder Hintergründe mit einfügen. Masken natürlich auch. Wenn ich jetzt hier Essential Graphics anklicke, hier den Text, den ich hier geschrieben habe, wir können hier eine Maske mit anlegen, ja, wie wir hier sehen. Die können wir auch ganz normal animieren, wie was wir sowieso aus Premiere oder After Effects kennen. Das würde also auch gehen. Hier Maskenpfad könnten wir noch animieren. Weiche Maske und so weiter, das kennen wir.
löscht die Maske aber mal wieder. Und jetzt sagen wir mal, wir wollen jetzt hier noch einen Kasten dahinter haben. Wie machen wir das? Man sucht dann hier so ein bisschen vergebens in dem Panel. Da findet man nichts, was ich bis jetzt gesehen habe. Geht folgendermaßen, ihr wählt den Titel aus, geht dann auf Grafiken, neue Ebene und da habt ihr so ein paar Optionen. Zum Beispiel halt Rechteck, was dann angelegt wird. Das könnt ihr dann bearbeiten, zum Beispiel irgendeine Füllung geben. So, natürlich geht auch noch hier die Kontur oder ein Schatten. Und die Transparenz kann man auch verändern. Von der Ebenenhierarchie her, wie schon gezeigt, hier wie in Photoshop die Ebenen verändern, damit das Ganze da drunter ist. Dann könnten wir das Ganze anpassen von der Größe her. Und obwohl Adobe sagt, dass man hier so ein bisschen vertraut arbeitet, wie in anderen Creative Cloud Applikationen, wie zum Beispiel Photoshop, finde ich, funktioniert das nicht so ganz. Wenn ich jetzt zum Beispiel Alt drücke, während ich diesen Anfasser hier gleich verschiebe, dann wird sich das normalerweise auf beiden Seiten skalieren, in Illustrator oder Photoshop. Hier kann man machen, was man will, es funktioniert nicht. Also wäre schade, wenn das, wäre schön, wenn das auch so ein bisschen identisch gehalten wäre. Okay, ich passe das jetzt mal hier so grob an, ich kann das auch gleich noch ausrichten, hier. Und dann sage ich mal die Deckkraft noch ein bisschen runter. Und dann hätte ich das jetzt zum Beispiel hier so mit eingefügt. Also man kann sich das ein bisschen so zusammenbauen. Und ja, so ganz so flüssig funktioniert es nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Titel hier entsprechend als Animationsvorlage exportiere und ich schreibe hier nachher was rein, was ein bisschen größer oder kleiner ist, dann ja, da muss ich natürlich trotzdem hier, jetzt kann ich es noch nicht mal richtig gut auswählen, da muss ich diese Größe hier natürlich auch wieder manuell anpassen. Also es hat jetzt nicht die Möglichkeit wie in After Effects, wo man über Expressions dann die Größe automatisch von diesem Kasten hier anpassen lassen kann. Es ist ein bisschen rudimentärer, aber ich denke, das ist auch ganz klar. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Essential Graphics Panel, es ist ganz neu. Ich habe jetzt auch erstmal so ein bisschen damit rumprobiert. Wir schauen auch so ein bisschen, dass man sich daran gewöhnt. Es ist aber im Grunde genommen kein Hexenwerk. Wenn ihr so ein paar Fragen habt, schreibt doch in die Kommentare. Schauen wir mal, was wir machen können. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.